So, wunderbar. Dann geht alles? Ja, wunderbar. Dann herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute Abend alle hier seid. Wir haben heute so ein nettes Mashup aus zwei Sachen. Wir haben einmal, das ist das, was wir als Cybert Media immer den ersten Freitag im Monat machen, den Tech Talk und Bier, wo wir meistens zu so einem technischen Thema, heute bin ich jetzt eher mit so einem nicht so technischen Thema auch mal dran, Freitagabends immer um 5 so einen netten Talk hier machen. Das heißt, wenn euch das generell irgendwie gefällt, wir machen das immer jeden ersten Freitag im Monat hier mit wechselnden Themen. Und der andere Teil ist die Agile User Group. Wer ist denn hier von euch von der Agile User Group quasi? Wer ist denn als solches hier? Ah ja, okay, sind sogar gar nicht so viele. Schön, dass ihr da seid. Ich erzähle euch heute ein bisschen was zu dem Thema Just Scrum Master Things. Das Thema ist so ein bisschen aufgekommen, dass wir, wenn wir intern über so unsere Talks irgendwie auch reden, was ist denn so ein Thema, das wir jetzt quasi als nächsten Tech-Talk machen, auch mal gesagt haben, hier Clemens, du bist jetzt ja eigentlich kein Techie, aber das ist ja trotzdem irgendwie ein Thema, das halt irgendwie ja auch wichtig ist, was irgendwie auch viele Leute da so beschäftigt. Mach du doch mal so ein bisschen was, habe ich gemeint. Okay, ich gebe mal letztendlich mein Bestes und ich hoffe, dass ihr heute Abend auf jeden Fall auch irgendwie einen nützlichen Abend für euch habt und heute Abend irgendwie ein paar nette Sachen auch dabei rausnehmt. Das, ne, ich den hier? Ne? Jetzt, kleinen Moment, sorry. Jetzt, Sattle. Sehr gut. Das bin ich. Dass man nicht durcheinander kommt, habe ich auch extra den gleichen Pullover auch wieder angezogen. Die Mütze habe ich heute nur, weil Bad Hair Day ist sozusagen bei mir. War er vielleicht an dem Tag auch schon, aber da kann man sich jetzt auch so ein bisschen drüber streiten. Ich bin Scrum Master bei Cybert Media. Cybert Media, das sind die Hallen, in denen hier jetzt heute sitzt. Da sage ich auch gleich noch ein bisschen dazu was. Von Haus aus bin ich Soziologe und habe mich danach dann noch quasi noch mal eine Ausbildung gemacht als systemischer Coach. Das heißt, ich habe gar keinen Techie-Hintergrund. Ich kann ein bisschen programmieren. Ich habe ein technisches Verständnis, dass irgendwo, ja, ich weiß, wie Programmieren funktioniert, ich weiß, wie die Sprachen sind, ich kenne mich mit Framework aus und letztendlich, aber wenn es jetzt wirklich in die tiefe Materie gehen würde, da bin ich komplett raus. Das heißt, der Talk heute wird auch ein bisschen sich eher um so die weicheren, um die sozialeren Faktoren, mit denen ich in meinem Job konfrontiert bin, sich beschäftigen. Und das ist mir für heute Abend sehr wichtig. Ich bin sehr offen für Fragen und Unterbrechungen. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine Frage habt, wenn euch zwischendrin was irgendwie auffällt, wenn ihr so sagt, ich kenne das aber ganz anders oder auch später, wenn wir so ein bisschen an die Praxisbeispiele gehen oder auf die Geschichten aus dem Alltag, wenn ihr da sagt, hier, ich habe da aber auch noch eine Geschichte, das ist auf jeden Fall, hier ist auch ein Raum dafür, jetzt auch tatsächlich während dem Talk, dass wir da auch als Gruppe drüber sprechen. Mir wäre es wichtig, dass wir so am Ende hier als Gruppe auch alle vielleicht im besten Fall auch voneinander ein bisschen was gelernt haben, auch wenn ich jetzt erstmal so ein bisschen hier durch den Abend führe. Wenn ihr eine Frage habt oder was sagen wollt, weil das Ganze ja auch aufgezeichnet wird, liegen da zwei Mikrofone. Meldet euch im Zweifelsfall dann einfach ganz kurz oder trägt euch um. Der Chris mit dem roten T-Shirt sitzt da hinten dran, der ist dann auch bereit, euch das dann gerne in die Hand zu drücken. Alles, was nämlich nicht übers Mikrofon läuft, landet am Ende dann nämlich dann nicht im Stream und es ist für die Leute, die sich das später dann auf YouTube dann auch angucken wollen, ein bisschen schade. Ein paar Worte zu Cybert Media. Wir arbeiten schon. Also den Laden gibt es mittlerweile seit 1996. Wir haben so verschiedene Stufen durchgemacht, waren ursprünglich mal auch Dienstleister letztendlich, also eine Agentur, haben irgendwie für Kunden Sachen also produziert und entwickelt. Heute haben wir eher eigene Produkte, die wir in den Markt bringen. Und uns geht es ganz stark um Kollaboration, Selbstverantwortung und Kommunikation. Das ist was, was für uns intern super, super wichtig ist. Und das ist letztendlich auch die Software, die wir entwickeln und vertreiben. Das ist hauptsächlich sind es die Atlassian-Produkte. Da gehören dann so Sachen dazu wie Jira und Confluence, also Wiki-Datenbanken und so Projektmanagement-Software für agile Teams. Aber zum Beispiel auch die G Suite ist eins der Sachen, die wir irgendwie auch an Kunden weiter vermitteln. Und das Besondere an uns ist so ein bisschen, dass wir wirklich schon seit 2008 sehr agil arbeiten. Das heißt, ich, der jetzt selber jetzt seit 2008 noch nicht dabei ist, so alt bin ich dann doch noch nicht, trotz Bart. Als ich hierher kam, bin ich hier schon auch so ein bisschen in ein gut gemachtes Nest gefallen. Das heißt, worum es heute Abend auch so eher weniger gehen wird, ist letztendlich, wie funktioniert denn so ein Change-Prozess? Wie bringe ich denn jetzt Veränderungen rein?
ich werde heute Abend eher so ein bisschen drüber auch reden, okay, Teams, die sich auch schon so ein bisschen gefunden haben, wo sozusagen der Scrum-Prozess als solcher, wie er funktioniert, also die verschiedenen Veranstaltungen, die Retro und so weiter, die sind bei uns schon sehr akzeptiert. An denen wird jetzt nicht noch geschraubt letztendlich. Aber der Prozess als solches, das Miteinander und auch immer doch mal wieder zwischen einzelnen Events so kleinere Akzeptanzsachen, das ist natürlich bei uns auch immer ein Thema. Gut, deswegen war das auch so ein bisschen der Disclaimer jetzt als erstes, dass ihr so eine grobe Vorstellung auch habt, was euch heute erwartet. Also es wird tatsächlich eher so ein bisschen um so Praxissachen gehen, ein bisschen aus Geschichten irgendwie aus meinem Alltag und wie ich da so ein bisschen versuche mit umzugehen. Und ganz am Anfang möchte ich jetzt trotzdem aber noch, weil mir vorher jemand gesagt hat, sind auch viele Leute hier, die noch nicht so lange Erfahrung irgendwie im Scrum haben oder auch diese Scrum Master Rolle und nicht so ganz perfekt so ausdifferenziert haben, wollte ich noch so ein paar generelle Sachen zur Rolle sagen, um da auch so ein bisschen dann halt hinzuleiten, letztendlich in die Praxis. Als erstes will ich so ein bisschen über die Rollenverteilung reden. Und zwar, was ich immer ganz spannend finde, wenn ich mit anderen Leuten über diese Scrum Master Rolle rede, ist in so einem klassischen Scrum Team, da haben wir einmal den PO, wir haben einmal das Entwicklungsteam und wir haben dann den Scrum Master. Und was der PO macht, ist für die meisten Leute relativ klar, weil das noch relativ nah an dem ist, was Leute vorher halt auch gemacht haben, wie Projektmanagement, Stakeholdermanagement. Man guckt, wie soll das Produkt aussehen, Anforderungsmanagement und so weiter. Das ist so eine Rolle, wo Leute, die vorher in einem klassischen Job gearbeitet haben, relativ leicht reinfallen können. Da muss ich jetzt nicht so lange überlegen und da muss ich auch meine Rolle nicht noch komplett überdenken, sondern da fällt es mir so ein bisschen leichter reinzukommen. Das Scrum-Team, also quasi das Entwicklungsteam, das sind letztendlich auch Entwickler. Ja, die machen quasi das, was sie vorher irgendwie auch gemacht haben, entwickeln. Die haben da mehr Freiheiten teilweise als vorher, die haben auch ein bisschen mehr Verantwortung, aber trotzdem ist es noch relativ nah an dem, was die vorher gemacht haben. Und mein persönlicher Eindruck ist, ich weiß nicht, vielleicht ist der bei euch auch irgendwie ganz anders, ist, dass diese Scrum Master Rolle aber so ein bisschen fast schon mystisch überhöht manchmal so ein bisschen ist. Das heißt, die Leute wissen manchmal auch gar nicht so genau, die Scrum-Schulung, wo ich zum Beispiel damals drin war, meine Scrum-Master-Schulung, da saßen auch sehr viele Leute drin, die konnten sich da überhaupt nichts drunter vorstellen. Und die waren teilweise auch am Ende dieser Schulung teilweise immer noch total überfordert mit, ja, was heißt das denn jetzt, wenn ich zurück in den Teams gehe? Was soll ich denn da genau machen? Ja, okay, ich bin irgendwie zuständig, diese Events zu moderieren und so weiter. Aber diese ganzen kleinen Feinheiten, die in dieser Rolle drin liegen, die sind dann teilweise doch so klein und so fein, dass sie so ein bisschen durcheinander gehen. Und deswegen will ich mit euch nochmal quasi kurz auch die Unsicherheiten durchgehen, die in dieser Rolle auch drin liegen. Und da liegen für mich, ihr kennt es wahrscheinlich, liegen da drei Sachen drin. Ich fange mal mit dem ersten an, ist Impediments beseitigen. Und es klingt immer so, ne, das klingt immer so banal. Als Scrum Master bist du dafür da, die Impediments von dem Team zu beseitigen. Und jeder denkt sich, ja cool, das macht ja total Sinn. Das Team soll ja gut arbeiten können, die sollen irgendwie sich auf ihre Arbeit konzentrieren können, das soll gut laufen. Dann kommst du auf die Arbeit und denkst dir so, ja doof, was sind denn jetzt genau diese Impediments? Dann fragst du den einen, der sagt dir, ja, also hier, mein Stuhl, das ist ja total kacke, ich kann da nicht arbeiten. Wie soll ich denn hier 8 Stunden an diesem Stuhl, ich brauche Tische, die irgendwie, damit ich auch stehen kann. Das Impediment, gut, kann ich mich drum kümmern. Der andere sagt, also der Typ da drüben, der atmet so saumäßig laut, wir brauchen hier irgendwie eine Wand, um irgendwie Lautstärke jetzt hier regulieren zu können. Gut. Ist auch ein Impediment. Und letztendlich stehst du dann da und wirst teilweise mit so vielen auch absurden Impediments konfrontiert, dass du selber manchmal gar nicht so genau weißt, also soll ich mich jetzt da irgendwie um alle kümmern? Was ist denn jetzt da wirklich wichtig? Was gehört denn da jetzt als solches dazu? Also überhaupt dieses im Alltagsgeschäft mir mal wirklich mal zu entscheiden, was sind denn jetzt eigentlich die wirklich relevanten Impediments in meinem Kontext? Das finde ich ehrlich gesagt schon sauschwer. Weil das teilweise schon wirklich, da muss man schon viel mit den Leuten reden, letztendlich um reinzukommen. Und das ist auch letztendlich gar nicht so anders, gar nicht so einfach. Das Zweite, was wir haben, ist auch sowas vor Störungen schützen. Ist auch sowas, was ich ganz toll finde, weil vor Störungen schützen ist es nämlich auch sowas, da kannst du es auch niemandem recht machen, letztendlich. Ja? Also als Scrum Master soll ich so ein bisschen mein Team vor Störungen vor außen schützen. Das kann mal bedeuten, und das ist vielleicht dann auch ganz zu Recht so, dass wenn mein Team jetzt da gerade arbeitet, der Hausmeister aber heute beschlossen hat, hier jetzt das Fenster neu einzubauen, dass ich vielleicht mit dem mal rede, ob er das nicht vielleicht auch zu einer Zeit machen kann, wo wir vielleicht eh jetzt gerade in der Veranstaltung sind, dass es das Team nicht so stört.
Verstörung schützen, kann aber für manche in so einem Team auch so heißen, kann auch für manche in so einem Team heißen, mir soll bloß keiner aus irgendwelchen anderen Teams auf den Sack gehen. Und dann wird es nämlich schon wieder schwierig, weil letztendlich muss ich ja auch dafür sorgen, dass Anforderungen, die vielleicht irgendwie an mein Team rankommen, und man hat ja oft irgendwie sehr viele Schnittstellen, also so ein Scrum-Team ist ja letztendlich ja auch nicht komplett losgelöst von der Welt, sondern da gibt es ja trotzdem auch noch andere Teams, mit denen es irgendwie Schnittstellen gibt, wo irgendwie Anforderungen reguliert werden müssen, wo über Prozesse gesprochen werden müssen. Und das ist schon sowas, was mir zum Beispiel in meinem Alltag auch mich echt immer wieder vor Herausforderungen stellt, weil ich mich oft fragen muss, was ist denn jetzt wirklich eine Störung, um die ich mich kümmern sollte, um mein Team zu schützen? Und was ist jetzt eine Störung, wo ich vielleicht meinem Team auch einfach beibringen muss, Akzeptanz dafür zu finden, weil das halt eigentlich keine Störung ist, sondern eine notwendige, ich sage dann immer gern, eine notwendige Irritation von außen ist, damit sich sozusagen das Team auch irgendwie weiterentwickeln kann, weil da irgendwie vielleicht dran geht, wie man auch mal was Besseres machen könnte. Und zum Abschluss meine persönliche Lieblingssache, die für mich so ein ganz, also irgendwie ein spannender Begriff ist, aber auch für mich so diese, fast schon so wirklich auch dieses Mystische hat, ist Servant Leadership. Was es für mich nämlich auch so schwer greifbar macht, ist, dass das, was ihr in den anderen zwei Anforderungen an diese Rolle auch habt, hier auch nochmal ganz zentral wirklich findet. Servant Leadership. Das heißt, ja, ich soll irgendwie Servant sein, das heißt, ich soll dem Team dienen, ich soll irgendwie gucken, dass ich das dem Team so recht wie möglich mache. Ja, Servant, was macht denn klassischerweise ein Servant? Der bringt den Tee, der richtet den Tisch, ja, sowas, was man sich vielleicht denkt. Ich soll aber auch gleichzeitig ein Leader sein, ja. Ein Leader muss jetzt nicht unbedingt jemand dann sein, der jetzt irgendwie Ansagen macht und irgendwie losbellt und irgendwie Befehle erteilt, aber ein Leader soll irgendwie quasi schon auch jemand sein, der vorausgeht und die anderen mitnimmt. Ist aber ganz schön schwer, wenn ich vielleicht bei einem Thema denke, oh, das ist was, das ist wichtig, hier sollte ich vorausgehen. Mein Team aber eher sagt, nee, hier solltest du mal eher den Servant machen, du bleibst mal schön hinter uns, wir wollen gar nicht, dass du da nach vorne gehst. Aber vielleicht weiß ich, dass es für das Team ja eigentlich super wichtig wäre, nach vorne zu gehen, weil ich weiß, dass die sich vielleicht selbst im Weg stehen. Wenn ich das weiß, kann man sich auch fragen, woher weiß ich das denn? Ja, also ihr merkt, da sind so quasi ganz viele so kleine Entscheidungen, Unterscheidungen, die ich da Tag ein, Tag aus machen muss. Und das ist ganz schön kompliziert. Und deswegen war auch meine Idee jetzt quasi in diesem Talk so ein bisschen so kleinere Alltagsgeschichten mal zu erzählen, weil wenn wir über das Thema auf so einer abstrakten Ebene reden und wenn ich jetzt auf, keine Ahnung, selbst als Gast mal auf Konferenzen war oder so, da höre ich teilweise viel so abstrakte Talks, wo am Ende die Weisheit ist, ja, man soll halt mit den Leuten reden. Dann denke ich mir, klasse, das ist so, da haben die ja recht, ja, man soll mit den Leuten reden. Da führt auch kein Weg dran vorbei. Aber zum Beispiel, wie ich dann mit den Leuten rede, was das dann in der Praxis heißt und ob das vielleicht auch wirklich immer die beste Option ist, mit den Leuten zu reden, da, also es bleibt manchmal auf so einer sehr abstrakten Ebene. So, deswegen, was ich so das Schöne an dieser Rolle finde, weswegen ich diese Rolle auch so ein bisschen liebe, ist, die Anforderungen an dieser Rolle, die sind ganz schön verwirrend, aber das Spannende ist eben dran auch, dass sie ganz schön anpassungsfähig ist. Und das Anpassungsfähige ist irgendwie das, was ich als so sehr zentral für diese Rolle empfinde und was ich auch denke, dass es eine Fähigkeit ist, die auf jeden Fall sehr hilfreich ist, wenn man in diesem Scrum Master Shop unterwegs ist, dass man nämlich in der Lage ist, diese Ambivalenzen, die dieser Job erfordert, ja, also Ambivalenz, manchmal muss ich Leader sein, manchmal soll ich Servant sein und es ist mir auch nicht immer klar, in welcher Situation jetzt mal das eine mehr gefragt wird, das andere damit umgehen zu können und da auch in so einem Umfeld agieren zu können. Deswegen ist was für mich in meiner alltäglichen Arbeit sehr, sehr wichtig ist und was ich mit jedem Team immer als allererstes mache und das ist auch was ich quasi jedem auch immer, also ganz dringend ans Herz lege, wenn er es nicht eh schon selber macht, ist sich mal mit so einem Team zu unterhalten, genau diese drei Begriffe mal nehmen, mal an so eine Wand zu legen und sich dann mal zu fragen, wie versteht ihr denn diese Begriffe? Sowohl jeder Einzelne, vielleicht auch mal das Team als Ganzes, ja, wie versteht das Team diese Begriffe? Aber auch ganz wichtig, wie verstehe ich denn eigentlich diese Begriffe? Ja? Ich bin auch ein Teil des Scrum-Teams und trotzdem stehe ich ja immer ein bisschen außerhalb letztendlich von dem Prozess. Ja, meine Rolle ist ja, für den Prozess zuständig zu sein. So. Und deswegen ist es zumindest für mich, also ich spreche da jetzt natürlich erstmal auch nur aus meiner Perspektive, finde ich sehr zentral, eben diese zwei Sachen klar zu haben. Einmal klar zu haben, was bedeuten diese Begriffe für das Team und mit dem Team dann auch über genau diese Begriffe
diese Begriffe mit dem Team zu definieren letztendlich und vielleicht da auch schon möglichst konkret reinzugehen. Was heißt ein Servant Leadership für dich in der Situation, in der vielleicht irgendwie Anforderungen an das Team gestellt werden, die ihr jetzt nicht gut findet? Ja, also auch möglichst konkret teilweise in die Sachen reinzugehen, aber auch für mich selbst klar zu haben, was bedeutet das denn für mich? Weil manchmal ist es vielleicht auch gar nicht so unsinnvoll, voranzugehen, auch wenn das Team vielleicht gar nicht möchte, dass ich vorangehe. Weil vielleicht, wenn ich dann so die ersten 2, 3 Schritte gemacht habe, das Team sich hinter mir dann doch auch denkt, oh ja, der hat ja jetzt irgendwie ein paar Schritte gemacht, ist vielleicht gar nicht so schlecht, wohin es die Richtung geht, jetzt dackeln wir mal doch hinterher, weil wir es ganz gut finden. Aber irgendwie rauszufinden, was da so das Richtige und die richtigen Abwägungen sind, letztendlich, das ist irgendwie das Schwierige. Und mir hat persönlich da sehr stark geholfen, eben genau diese 2 Fragen zu stellen. Was mir auch sehr, sehr viel hilft, und was ich in meiner Rolle auch als sehr, sehr wichtig empfinde, ist das, was ich nenne, zwischen den Hüten zu wechseln. Und zwar unterscheide ich persönlich zwischen 3 Hüten, also 3 Verantwortlichkeiten, die ich in meinem Job habe. Der erste Hut ist der Hut, den ich trage für jeden einzelnen Mitarbeiter. Einzelgespräche, also auch mal wirklich aus so einem Team mit jedem Einzelnen sich mal hingesetzt haben und den mal wirklich zu fragen, warum arbeitest du hier eigentlich? Was macht denn dir eigentlich Spaß hier an der Arbeit? Wo willst denn du in 2, 3 Jahren hier sein? Mit welchem von den Kollegen kommst du denn gut aus? Mit welchem nicht? Welche Prozesse findest du denn hier gut oder schlecht? Also wirklich auf so einer ganz individuellen Ebene diese Sachen mal abzufragen und eben auch in meiner Rolle, die ich für das Team habe, auch wirklich für jeden Einzelnen, mich da auch so ein bisschen verantwortlich zu machen, dem zu helfen, das, was ihm wichtig an der Arbeit ist, ihm auch zu helfen, das auch auf der Arbeit tatsächlich zu finden. Beziehungsweise, ne, natürlich gibt es auch nicht nur Mitarbeiter, die irgendwie total gerne kommen, die total Bock haben und die super viel erreichen wollen, sondern vielleicht auch mit den Mitarbeitern, die so sagen, ja, ich bin hier halt, um Geld zu verdienen und eigentlich habe ich jetzt, ja, ich will mich hier auch gar nicht so groß anstrengen. Ich finde es auch super, super wichtig und super, super nützlich, dann trotzdem genau auch mit den Mitarbeitern mal ein Gespräch darüber geführt zu haben, über dieses, naja, kann ich denn irgendwas für dich tun, damit du dich mehr reinhängst? Oder andersrum gefragt, kann ich denn irgendwas tun, damit es nicht noch schlechter für dich wird? Also auch so wirklich auf so einer individuellen Ebene immer auf die einzelnen Leute zu gucken. Denn letztendlich, der 2. Hut, das Team, so ein Team ist ja keine eigene Entität in dem Sinne, die irgendwie existiert, sondern so ein Team besteht halt letztendlich aus diesen Einzelpersonen, die sich da finden. Die bilden dann zwar sowas Neues, aber wenn ich ein Team habe, wo es den einzelnen Personen nicht gut geht, weil die einzelnen Personen letztendlich keinen Sinn in ihrer Arbeit sehen oder keinen Sinn in diesen Prozessen finden, dann werde ich auch mit dem Team als Ganzes nichts hinkriegen. Beziehungsweise ist es für so ein Team auch sehr, sehr nützlich, wenn manchmal auch klar ist, dass vielleicht der eine Kollege, der zwar keinen Bock hat, dass es aber für den auch total okay ist, dass der vielleicht dann nicht überall halt vorne mithampeln muss, sondern wenn der dann halt einfach sagt, ja, ich gehe einfach mit, ich bin jetzt keiner, der voranläuft, aber wenigstens hat man mal abgeklärt, dass er auch keiner ist, der blockiert. Deswegen mit den Einzelnen reden, aber eben der 2. Hut auch für das Team da sein und auch mal wirklich gucken. Es gibt Dinge, die sind vielleicht für den Einzelnen gar nicht so geil, die sind aber für das Team wichtig. Und deswegen der 2. Hut, was ist denn für das Team dann doch als Gruppe, als solches wichtig und was braucht das Team, dass es dem Team als Ganzes gut geht. Da wird es dann nämlich auch schon wieder so super schwierig. Wie finde ich denn raus, was dieses Team, was dem Team als solches wichtig ist? Und da muss ich euch auch ganz ehrlich sagen, da habe ich auch in meiner alltäglichen Arbeit gemerkt, da gibt es leider kein Patientrezept dafür. Ich mache mit Teams verschiedene Sachen, wo ich dann versuche, eine gemeinsame Meinung von so einem Team abzufragen, wo es auch verschiedene so Entscheidungsmöglichkeiten gibt. Systemisches Konsensieren, so Widerstandsmessungen, vielleicht manchmal auch wirklich nur so ein demokratisches Voting. Aber am Ende des Tages müssen wir uns irgendwie auch ein bisschen bewusst sein, dass so eine Gruppe an Menschen, dass es da ganz normal ist, dass da nie alle gleich zufrieden mit einer Entscheidung sind. Wichtig ist aber irgendwie nur, dass halt alle an einem Strang auch so ein bisschen ziehen. Also 2. Hut, das Team und gucken, was für das Team wichtig ist und was kann ich für das Team als Ganzes tun. Und der 3. Hut, der zumindest jetzt bei uns, in unserem Unternehmen, bei Seibert Media auch wichtig ist, das Unternehmen letztendlich. Das heißt, ich zumindest hier bei Seibert Media habe als Scrum Master auch so ein bisschen die Aufgabe natürlich zu gucken, ne? Vielleicht sagt ja auch mal das Team könnte jetzt ganz doof gesagt halt auch sagen,
ja, wir haben ja eigentlich gar keinen Bock zu arbeiten. Das wäre ja, ne, also passiert zum Glück relativ selten, aber wäre tatsächlich letztendlich auch da. Der dritte Hut ist, dass ich eben als Scrum Master auch so ein bisschen Verantwortung für das Unternehmen habe und gucken muss, dass eben selbst wenn die einzelnen Leute oder auch wenn das Team als Ganzes sagt, wir wollen das nicht, dass ich trotzdem auch immer so den Blick über den Zaun hinauswerfe und trotzdem auch weiß, was ist denn für das Unternehmen als Ganzes wichtig? Was ist denn für die Teams drumherum, die vielleicht Schnittstellen zu meinem Team haben, irgendwie wichtig? Und das sind diese drei Hüte, die ich gemerkt habe, dass die mir in meiner Arbeit sehr viel helfen. Also tatsächlich, das auch teilweise ganz klar zu machen, mit den Leuten manchmal einzeln zu reden und zu sagen, das Gespräch, das ich jetzt mit dir führe, das führe ich jetzt nur mit dir und heute ist das Ziel von dem Gespräch, das wir führen, jetzt wirklich nur dafür da, das Beste für dich zu finden. Das kann auch schlecht fürs Team sein vielleicht, aber das ist jetzt für dich gerade das Richtige. Und später aber dann in einem Team-Meeting, im Teamgespräch trotzdem auch nochmal klar zu sagen, also heute geht es irgendwie darum, was für uns als Gruppe am Bestes ist. Und auch wenn ich vielleicht jetzt mit dir und mit dir geredet habe, dass das vielleicht für euch nicht so cool ist, das denke ich mir, das sage ich jetzt nicht, trotzdem zu schauen, was ist denn dann für die Mehrheit, was ist denn für die Gruppe als Ganzes gut. Das ist das mit den drei Hüten, was ich sehr, sehr nützlich finde. Aber am Ende geht es dann natürlich dann trotzdem darum, als Scrum Master bin ich quasi explizit für das Team da. Und das Team ist auch sozusagen meine Homebase. Und das Team ist auch letztendlich so ein bisschen diejenigen, die mich am Ende auch, ich sag's jetzt mal, bewerten. Das heißt, am Ende muss das Team sagen, das ist ein Scrum Master, mit dem wir gerne arbeiten, weil nur wenn das Team das sagt, dann kann meine Arbeit auch Erfolg haben, weil das Team ja irgendwie auch offen für die Vorschläge sein muss, die ich mache letztendlich. Deswegen ist am Ende trotz den unterschiedlichen Hüten, ist sozusagen das Team eigentlich so der zentrale Punkt, auf den alles so hinausläuft. Jetzt würde ich so ein bisschen in die Praxisteile kommen. Habt ihr da schon jetzt irgendwie Fragen, wo ihr so sagt, oh, das sehe ich ganz anders? Keine Ahnung, irgendwelche Einwürfe, die ihr schon machen wollt? Hat sich schon irgendwas aufgetan? Ja, guck mal, da haben wir schon ein, zwei Sachen. Ja, hallo. Und zwar hätte ich eine Frage, das Team bewerten. Wie machst du das? Was meinst du mit das Team bewerten? Also, dass das Team dich bewertet. Allein durch Interviews von Einzelnen oder von der Gruppe? Oder machst du das irgendwie, sagst du, hier schreibt mal anonym, hier ist ein Briefkasten? Also mein großes abstraktes Ziel ist, mit dem Team so ein gutes Verhältnis zu haben, dass wenn die was scheiße an meiner Arbeit finden, dass sie zu mir kommen und mir sagen, das fand ich jetzt doof. Und da geht es nicht nur um, also da geht es quasi klar das Team, aber jeder einzelne Mitarbeiter muss sozusagen zu mir so ein gutes Verhältnis oder so ein gutes Vertrauen haben, dass er mir bereit ist zu sagen, was er blöd findet. Das heißt jetzt nicht, dass ich das dann unbedingt ändern muss, aber er muss mir es auf jeden Fall sagen können. Wie komme ich dahin? Indem ich von Anfang an bereit bin, Fehler zuzugeben. Indem ich von Anfang an halt auch mal sage, ja, ich habe jetzt irgendwie die Weisheit auch nicht mit Löffeln gesprochen. Also, dass Leute bereit sind, jemanden auf Fehler anzusprechen, das funktioniert dann am besten gut, wenn ich immer Offenheit zeige, wenn kleinere Kritik geäußert wird, die nicht wegwische, sondern schon ganz kleine Kritik sehr ernst nehme und vielleicht auch irgendwie diese Kritik mir auch selber einfordere. Was ich jetzt mache, ist vielleicht auch ein bisschen was sehr Persönliches, weil mir so gerade diese Selbstkritik sehr, sehr wichtig ist, ist, also ich nerve auch mein Team teilweise damit, dass ich so sage, so Leute, jetzt sag mal, was war denn diese Woche richtig scheiße? Was habe ich denn jetzt diese Woche so richtig hart verbockt? Ja, und dann lachen die Leute und dann sagt vielleicht einer mal als Witzchen was dabei. Aber wenn der das als Witzchen sagt, dann sage ich trotzdem, ja, okay, jetzt haben wir alle gelacht. Ja, aber sag mal, ist da auch ein bisschen was Wahres dran? Und dann gucken die Leute manchmal und sagen, ja, ein bisschen was ist da halt schon was dran. Und dann nehme ich das aber ernst und dann erarbeite ich das auch so ein bisschen mit dem Team. Und dann gibt es auch manchmal Situationen, wo die Leute dann wieder zurückrudern und sagen, ja, so schlimm war es jetzt aber gar nicht, passt schon. Und das ist so der Moment, wo ich dann merke, das ist eigentlich der Punkt, wo ich hin möchte. Also, dass ich mich sozusagen selbst verletzlicher mache, als das Team mich vielleicht mit Kritik letztendlich also beeinträchtigen möchte. Davon hat sich erledigt? Sehr gut. Wunderbar. Dann machen wir einfach mal weiter. Die erste Alltagssituation. Geh uns doch mal Kaffee holen. Ist das einem von euch schon mal passiert? Also arbeitet jemand von euch als Scrum Master und hat sich schon mal in der etwas undankbaren Situation befunden, dass er vielleicht ein neues Team hat und das Team so meinte, hier, bist doch dafür da, dass uns gut geht, geh uns doch mal Kaffee holen. Nee? Okay. Gut für euch. Mir ist es schon mal passiert. Und mir ist es auch relativ am Anfang
auch natürlich passiert, weil das so ein bisschen ja irgendwie auch so ein netter Test ist, was so ein Team, könnte man auch sagen, so jemand Neuem dann nämlich auch stellt, um so ein bisschen zu gucken, was ist denn das für einer? Ne? Wie geht denn der jetzt mit so einer Situation um? Und ganz menschlich, ich stand auch erstmal in dem Moment da und dachte, weil ich mir dachte, ja kacke, wenn ich den jetzt Kaffee hole, heißt es dann, dass ich mich dann den halt, also ist es dann meine Rolle später, dass ich dann nur dafür da bin, keine Ahnung, später den die Schreibtische aufzuräumen und den Kaffee zu holen? Ist das jetzt der Job, den die meinen, das wäre der Job? Und auf der anderen Seite dann sage ich dann, nee, könnt ihr mal knicken, das ist auf keinen Fall mein Job und markiere hier eher so den Dicken und gehe dann vielleicht aber auch das Risiko ein, dass das Team im Endeffekt sich so denkt, oh, ja, der hätte uns jetzt halt auch einfach so, darum ging es ja vielleicht auch gar nicht, der hätte jetzt auch einfach mal kurz Kaffee holen können und wäre jetzt auch gar nicht so wild gewesen. Und ihr werdet merken, also diese, ich habe noch zwei andere Beispiele, es wird immer so ein bisschen drauf hinauslaufen und auch in der Situation, auch hier gibt es wieder so eine Ambivalenz letztendlich. Und wofür ich zumindest aus meiner Erfahrung so ein bisschen sensibel machen möchte, ist, dass es in keiner Situation ein richtig und falsch gibt, sondern es geht eher darum, in welche Richtung gehe ich in der Situation und wie werden dann aber folgende Situationen dann auch wieder bearbeitet. Ich bin tatsächlich, weil es hier, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Running Gag ist bei uns intern, bin ich in zwei Teams, wo ich war, jeweils mit genau damit konfrontiert worden, als ich angefangen bin. Beim ersten Mal habe ich noch aus Unsicherheit heraus so gesagt, nee, das könnt ihr vergessen. So. Und dann waren er erstmal so, ah ja, okay. So einer ist es also dann. Und ich habe im Nachhinein gemerkt, okay, das hat es mir irgendwie schwer gemacht, dass die mich, ich sage es jetzt mal ganz frech, dass die mich cool fanden, dass die mich mochten. Die hatten dann zwar irgendwie so Respekt vielleicht so ein bisschen mehr von mir, weil sie dann irgendwie auch wussten, ja okay, das ist jetzt keiner, den können wir jetzt nicht so abstellen letztendlich. Aber im Nachhinein habe ich selber so ein bisschen gemerkt, ja, das, also ich hätte jetzt da nicht den Dicken markieren müssen, denn so bin ich auch als Mensch einfach nicht. Und das haben die Leute auch irgendwie angemerkt. Und da habe ich danach dann zum Beispiel eher wieder versucht, so ein bisschen so weicher zu werden. Und bei dem zweiten Team, wo mir das tatsächlich passiert ist, da war ich dann schon so ein bisschen länger dabei. Da konnte ich dann auch schon ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, souveräner mit der Situation umgehen. Da habe ich dann gesagt, jo, vielleicht ist das jetzt auch gar nicht so ein Machtspielchen, wie ich mir das in meinem Kopf vielleicht so vorstelle. Habe denen einfach Kaffee geholt. Und als das nächste Mal jemand anderes Kaffee holen gegangen ist, habe ich gesagt, kannst du mir bitte auch einen mitbringen? Und so wurde aus so einer Rollenzuschreibung in dem Moment, nämlich, ne, du bist derjenige, der Kaffee holt, wurde eher so ein reflexives, na gut, dann gehe ich jetzt einfach mal mit der Situation hier um, als wäre das hier halt ganz normal, dass jeder für jeden anderen halt irgendwie Kaffee mitbringt. Und plötzlich waren wir da in so einem schönen gemeinsamen Miteinander. Also worauf ich in der Situation so ein bisschen drauf hinaus wollte, ist, ich habe die Situation gewählt, weil ich da auch schon mal so ein, zwei Gespräche mit anderen Leuten drüber hatte, dass das manchmal so ein bisschen stellvertretend darauf hinausläuft, dass diese Frage so ein Machtspiel ist. Ist unser Scrum Master jemand, über den wir bestimmen, über den wir verfügen können, oder ist der Scrum Master jemand, der über das Team verfügt letztendlich? Diese Frage soll da so ein bisschen stellvertretend dafür sein. Und ich votiere dafür, egal wie ihr euch in diese Richtung entscheidet, ihr könnt danach auch immer noch in die ein oder andere Richtung justieren. Und das ist was ich irgendwie halt für mich sehr wichtig finde. Es muss nicht immer nur in die eine Richtung gehen. Gut, gehen wir mal in die nächste Situation. Es gibt nur diese eine Lösung. Frage ich jetzt auch mal, kennt ihr das so ein bisschen als Situation? Ihr habt irgendwie so ein Team und es gibt irgendwie auch eine technische Diskussion vielleicht. Also ich bin bei den technischen Diskussionen habe meistens komplett raus, weil ich gar nicht so genau weiß, was jetzt die Feinheiten sind. Ihr habt aber auf jeden Fall entweder zwei einzelne Leute oder vielleicht spaltet sich auch das Team in so zwei Parteien, die partout der anderen Seite einfach nicht recht geben wollen. Und es wird diskutiert und es wird diskutiert und die Leute gehen sich immer mehr auf die Nerven. Ist es sowas, wo ihr so denkt, okay, vielleicht war ich mal selber Teil von so einem Team, das auch genau in dieser Diskussion war? Also nickt mal, wenn das so irgendwie ein bisschen auch so andockt. Schön. Würde mich mal interessieren, was hättet ihr euch denn in der Situation gewünscht? Offeneren Austausch, sehr gut. Thank you.
Ja gut, das ist tatsächlich viel besser, also ich hätte es auch nicht besser formuliert im Endeffekt, wunderbar. Tatsächlich bin ich ein-, zweimal irgendwie auch in Austausch mit so anderen Kollegen, ging es letztendlich darum, ja, die Leute gehen sich dann irgendwie saumäßig auf den Sack, man streitet sich und dann meistens gibt es, weil so Entscheidungen ja doch auch immer eine Zeit haben, wo sie dann getroffen werden müssen, wird dann einfach, keine Ahnung, die Seite, die in dem Moment stärker ist, gewinnt dann manchmal einfach. Und im Endeffekt ist die andere Seite super, super unzufrieden und hat vielleicht auch gar nicht Bock, in der Folge da mitzuarbeiten. Und daraus entstehen dann teilweise auch im Nachhinein dann noch ewige Folgeprobleme, weil wenn das Ganze dann vielleicht nicht läuft, dann kann ich ein halbes Jahr später sagen, tja, hätten wir es nämlich so gemacht, wie ich es euch vorgeschlagen hätte, dann wären wir in diese ganze Scheiße nämlich erst gar nicht reingekommen. Also aus dieser Art an Lösungen ranzugehen, entstehen halt ganz viele langfristige Probleme. Und du hast im Grunde, also genauso würde ich es auch machen. Ich habe in meiner Arbeit gelernt, dass es sozusagen, ich würde es mal so formulieren, man hat nie zu wenig Zeit, um nach einer Win-Win-Situation zu suchen. Und das ist wirklich, dass wenn ich in meinem Job die Freiheit habe, das steht nicht jedem, in jedem Unternehmen steht nicht jedem diese Möglichkeit offen, so ein Thema vielleicht auch mal groß aufzumachen und sich da Zeit zu nehmen und sich auch mal wirklich vielleicht mit Leuten 3-4 Stunden mal in den Raum zu setzen und es auszudiskutieren. Trotzdem ist meine Erfahrung, man muss sich die Zeit letztendlich dazu nehmen, um wirklich, wie du es gesagt hast, da tief reinzugehen, die Leute mit ganz vielen Warum-Fragen zu nerven. Warum denkst du jetzt, dass das Bessere ist? Was willst du denn eigentlich? Worum geht es der anderen Seite? Und am Ende so ein bisschen die Gemeinsamkeiten dann auch wirklich zu suchen. Und dieser Prozess kann manchmal wahnsinnig lange dauern. Und dieser Prozess kann auch manchmal sehr, sehr anstrengend sein. Aber meine persönliche Erfahrung, auch wenn ich so ein bisschen gucke, bin den Kollegen, die vielleicht irgendwie nicht die Freiheit hatten, sich so viel Zeit zu nehmen, um so einen Prozess wirklich in so einem Win-Win enden zu lassen. Und Hand aufs Herz, vielleicht gibt es auch manche Situationen, da werden wir auch aus menschlichen Gründen nie einen Win-Win finden, weil vielleicht einzelne Charaktere drin sitzen, die das auch gar nicht wollen, die das einfach gar nicht zulassen wollen. Aber was so mein Ratschlag oder auch ein bisschen meine Erfahrung ist, ist die 2, 3, 4, 5, von mir aus auch 2 Tage Zeit, die man vielleicht mehr in was reinsteckt, je größer sozusagen, je länger die Zeit ist, die man danach mit dieser Entscheidung noch leben muss, desto wichtiger ist es, da wirklich tief reinzugehen und versuchen, einen Kompromiss zwischen beiden Seiten zu finden, beziehungsweise vielleicht nicht unbedingt einen Kompromiss, aber zumindest eine dritte Option, die vielleicht beiden Seiten vorher nicht klar war. Ich habe so ein bisschen den Spruch, wenn ihr Lösung A nicht wollt, kein Problem, ich habe noch 2000 andere in meiner Perspektive. Denn wenn man sich mal ein bisschen hinsetzt, meistens gibt es nicht nur A oder B, sondern meistens gibt es irgendwie das Alphabet plus gotische Lettern plus römische Zeichen. Also es gibt immer noch wahnsinnig viele Alternativen, über denen wir aber meistens gar nicht nachdenken, weil wir irgendwie schon zu tief letztendlich im Prozess so drin sind. Und da ist einfach so mein was ich gerne irgendwie so mitgebe oder wo ich ganz gute Erfahrungen gemacht habe, eben ruhig auch mal sich Zeit nehmen, ein bisschen rauszoomen und halt so gucken, okay, finden wir nicht wirklich eine Möglichkeit, da eine Lösung für beide zu finden. Also einfach mutig zu sein und sich wirklich Zeit zu nehmen letztendlich. Denn da gibt es keine Methode dafür. Also gibt es schon verschiedene Methoden, um so einen Kompromiss zu suchen, aber es gibt jetzt nicht die eine Methode, die das jetzt einfach löst. Ich nehme dich... Genau. Das heißt, ich fasse was zusammen, was das, was ich verstanden habe, auf die Menschen wirken. Und das heißt, da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, wie man hier, und ich glaube, das ist eine ganz tolle Scrum Master-Möglichkeit an dieser Stelle, wie man dem Team hier wirklich helfen kann. Ja. Das ist häufig ein bisschen situativ, was da passiert, aber es gibt durchaus, oder gerade hier kann ein Scrum Master dem Team wirklich mega helfen. Also das habe ich schon erlebt, persönlich. Jetzt sage ich nichts mehr. Ja, also das würde ich auch genauso sagen. Und also klar gibt es da Methoden und Tools dafür. Wo ich jetzt quasi mit hinaus wollte, ist aus meinen Gesprächen, auch mit den Kollegen, habe ich oft rausgenommen, wo ich dachte, haben die sich wirklich so viel Zeit genommen? Weil da hatte ich oft das Gefühl, da ist auch so ein Druck dahinter, okay, man muss ja auch schnell eine Lösung finden, damit das Team auch schnell wieder weiterarbeiten kann, weil wir uns ja nicht zu lange Zeit verlieren dürfen. Und ich habe oft die Erfahrung, auch aus Gesprächen letztendlich gemacht, sind alles nur Erfahrungswerte, logischerweise, dass sich quasi eine Stunde oder zwei, die man vielleicht doch nochmal rein investiert, nach einer Lösung zu suchen und da doch ein Einverständnis zu finden, dass die sich im Nachhinein wirklich, da sparst du Wochen
letztendlich wieder. Also man hat teilweise so einen kleinen Einsatz, der sich dann in dem Moment vielleicht groß anfühlt, weil es alles so hektisch gerade in dem Moment ist. Aber später ist sozusagen der Pain, den du damit verkleinerst, wahnsinnig hoch. Genau. Und deswegen ist es quasi einer der Punkte, wo ich hier mal so ein bisschen auch was dazu sagen wollte. Gut, eins haben wir noch. Ich sehe das Problem nicht. Das ist was, was mir in meiner Arbeit, vor allem mit einem Team, das ich so ein bisschen hier betreue, ganz oft passiert. Dass die Leute nicht akzeptieren wollen, dass es vielleicht gewisse Schwierigkeiten gibt, weil wenn sie diese Schwierigkeit benennen würden, dann wäre sie ja plötzlich echt und dann müssten wir ja wirklich dann tatsächlich drüber sprechen. Das will vielleicht irgendwie auch keiner so richtig und man hat keinen Bock, sich dann drum zu kümmern. Ein typisches Beispiel, um da ins Konkrete zu gehen, geht zum Beispiel jetzt bei mir darum, ich habe ein Team, das hat sehr, sehr viel zu tun und die Arbeitslast ist auch immer, immer größer geworden. Und da habe ich so dieses, was auch, finde ich, eigentlich ein sehr typisches Problem ist, diese Abwägung von, naja, wir haben ja keine Zeit, unsere Prozesse zu verbessern. Und ich denke mir so, ja, Freunde, wenn ihr aber die Prozesse verbessert, dann habt ihr vielleicht auch weniger zu tun, weil letztendlich die Dinge irgendwie weniger Zeit brauchen, weniger Rücklauf haben, weil sich gewisse Dinge vielleicht langfristig länger lösen lassen. Aber die Leute dann so in ihrem Stress drin sind, so in ihrer Rackerei, dass sie halt so sagen, nee, wir müssen jetzt da arbeiten, wir müssen jetzt da weitermachen. Und ich habe da selber, das ist sozusagen eins meiner Learnings, die ich irgendwie über ein Jahr auf jeden Fall gesammelt habe. Ich habe da geackert wie blöde. Ich bin immer wieder zu den Leuten hingegangen und habe gesagt, ja Leute, es kann aber auch nicht besser werden, wenn ihr nicht bereit seid, was zu machen. Ich habe mit den Leuten Einzelgespräche geführt, wo ich versucht habe, dafür zu werben, dass die Leute sich mehr Zeit nehmen sollen für diesen, also für Prozessverbesserungen. Ja? Wir haben zwar immer Retros gemacht, Retros sind bei uns sehr fest, aber letztendlich wollte sich da auch nie jemand um ein bisschen die größeren Themen mal ansprechen. Und wenn ich die dann mal angesprochen habe, dann wurden die eher so abgebügelt, weil immer gesagt wurde, nee, wir haben da jetzt keine Zeit dafür. Und ich habe da wahnsinnig viel Energie reingesteckt. Ich habe mir da wahnsinnig viel Stress gemacht, weil ich die ganze Zeit dachte, das ist meine Schuld, das ist doch mein Job. Ich muss doch die Leute jetzt dafür öffnen, also dafür offen zu sein. Und ich habe da viel mit den Kollegen geredet und irgendwann auch aus Gesprächen mit den Kollegen wurde mir so ein bisschen klar, ich kann das auch einfach gar nicht. Das liegt gar nicht in meiner Gewalt. Solange die nicht offen dafür sind, solange die wirklich noch so verkrampft dran festhalten, dass so wie es gerade ist, scheinbar der beste Weg ist, dann beiße ich mir da die Zähne aus. Dann habe ich tatsächlich, weil, also egal was ich probiert habe, wurde eh nicht besser. Dann dachte ich mir, ja okay, dann lasse ich es jetzt halt einfach laufen. Es hat in dem Fall zufällig, hat es 4 Wochen gedauert. Und dann waren die Leute vielleicht, weil ich ihnen vielleicht nicht mehr so den Druck gemacht habe, ich weiß es nicht. Letztendlich war der Punkt, dass die Leute selber nach einer gewissen Zeit realisiert haben, jetzt haben wir langsam selber keinen Bock mehr darauf. Also ich musste quasi erst ein bisschen warten, so erkläre ich mir das jetzt im Nachhinein, bis der Schmerz groß genug wurde, dass da auch wirklich Offenheit für Veränderung war. Und das ist so ein Learning, das ich für mich rausgenommen habe und das für mich da auch sehr wichtig ist. Deswegen mag ich das auch so ein bisschen teilen, weil ich so ein bisschen gemerkt habe, mittlerweile, wenn ich mit Teams arbeite und ich merke, habe das Gefühl, da läuft was falsch, dann rede ich mit denen und dann komme ich vielleicht irgendwann zu der Überzeugung, okay, ich bin mir jetzt wirklich sehr, sehr sicher, dass hier irgendwas falsch läuft und wir müssen irgendwas ändern. Und wenn die sich dann dagegen wehren, dann sage ich, gut, alles klar, ich probiere es nochmal. Wenn sie sich dann immer noch dagegen wehren, sage ich, gut, dann komme ich in einem Monat nochmal. Und jetzt kümmern wir uns aber mal in einem Monat jetzt einfach mal auch um was anderes letztendlich. Einen Monat später komme ich wieder und frage, so, wie ist es denn? Tut es jetzt genug weh, dass wir da jetzt drüber reden können? Und da habe ich ganz stark gelernt, es hilft nichts, da zu drücken. Die Leute sind irgendwann nur genervt davon, dass du drücken willst. Du musst auch einfach manchmal die Zeit und die Geduld dir letztendlich nehmen und vielleicht auch manchmal das Vertrauen letztendlich auch in die Menschen haben. Also Vertrauen ist für mich irgendwie auch ein wichtiger Punkt, auch dass ich in das Team habe, dass die Leute schon selber rechtzeitig an den Punkt kommen, wo sie merken, ja, okay, jetzt müssen wir was ändern. Und auch vielleicht eben dieses gesunde Wissen von, ja, ich kann drücken so viel, wie ich will. Wenn es im Endeffekt nur dazu führt, dass mein Team gegen mich zurückdrückt, dann gewinne ich nichts. Dann lasse ich vielleicht lieber die Drückerei und suche einen anderen Punkt. Ja, sehr gerne. Warte kurz, ich muss wegen dem Mikrofon, ich glaube, ich muss das jetzt ein bisschen mehr enforcen. Danke dir. Jetzt soll das gehen. Hallo? Ja, sehr gut. Also meine Frage ist dann,
Ja, das kann ja gut und schön sein, dass du da nicht so viel Druck ausüben willst, aber du hast ja selber Druck vom Product Owner oder vom Unternehmen oder wie auch immer. Wie gehst du damit um? Das ist, da hast du total recht. Das Spannende ist, dass sozusagen mittlerweile meine Perspektive ist, und das ist, also klar, das ist jetzt wieder ein bisschen abstrakt. Also wenn ich es dreimal versucht habe und die sich immer noch gegen mich wehren, dann sage ich, ja, dann kann ich es auch noch 10-mal probieren und die werden sich dann immer noch gegen mich wehren. Und wenn sie dann irgendwie, wenn ich 10-mal denen ans Schienbein getreten habe und dann geben sie klein bei, weil sie keinen Bock mehr haben, mit mir zu kämpfen, dann ist die Lösung, die am Ende dabei rauskommt, aber dann eigentlich auch nicht sinnig. Weil dann machen die im Endeffekt ja doch nur das, weil ich das von ihnen will und nicht umgekehrt. Ich habe mittlerweile für mich das Verständnis gefunden, auch wenn es für mich meinen Job vielleicht nicht unbedingt leichter gemacht hat, ist, dann muss ich diesen Druck halt schlucken. Dann muss ich mich da halt mal hinstellen und sagen, du, lieber Product Owner, ich hoffe, du vertraust jetzt mir auch in dem, was ich mache. Ich habe es schon dreimal probiert. Das Team will jetzt irgendwie gerade nicht. Lass mal noch mal ein bisschen warten. Und da kommt jetzt aber vielleicht auch so ein bisschen, also da würde ich dir auf jeden Fall recht geben, auch wieder so ein bisschen der Disclaimer im Endeffekt ans Spiel, in was für einem Umfeld man da halt eben als Scrum Master unterwegs ist. Bei uns zum Beispiel haben die Teams halt wirklich sehr, sehr viel Entscheidungsfreiheit und wir trauen den Teams halt wirklich sehr, sehr viel zu. Das heißt, bei uns funktioniert es auch. Das heißt, wenn jetzt mein Product Owner zu mir kommt und sagen würde, hier, das läuft nicht und ich ihm sage, du, ich habe es schon dreimal passiert, die sind noch nicht so bereit dafür, die wollen das auch nicht, dann sagt er, ja, okay, dann müssen wir jetzt noch ein bisschen kurz warten, weil jetzt, also das wird jetzt nicht besser, wenn wir dann noch mehr Druck machen. In einem anderen Umfeld, wo natürlich dann vielleicht jemand dir ganz viel Druck macht, dann wird es natürlich schwierig. Also ich habe die Erfahrung selber schon so ein bisschen gemacht, da war dann auch meine Lösung, dann das fast schon so ein bisschen spielerisch auch zu machen, dann bin ich zum Team und habe halt gesagt, ja, ich sag's jetzt nochmal, aber ich bin jetzt hier auch nur der Vermittler, weil ich sozusagen den Druck auch nur weitergebe. Das kann auch manchmal Dinge verändern. Ich persönlich habe aber nicht die Erfahrung gemacht, dass das dann die Lösung wirklich besser macht. Aber letztendlich ist das ja so ein Faktor, wo, also Hand aufs Herz, wenn es diesen Druck halt gibt und ich kann sozusagen diesen Druck auch nicht abpuffern, weil der wirklich so stark ist, weil ich halt in einem Unternehmen arbeite, wo halt eben dann doch dieses Scrum-Team halt irgendwie keine Souveränität hat, sondern da halt reingebuttert wird, dann sind mir da halt auch ein bisschen die Hände gebunden. Deswegen quasi auch am Anfang dieser Disclaimer, ich habe das Glück, in einer Firma zu arbeiten, wo ich da sehr viel Vertrauen genieße und wo auch sozusagen die anderen Rollen dem Team sehr, sehr vieles Vertrauen geben. Gerne? Ich habe gewartet, bis ich das Mikrofon bekommen habe. So, ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht. Ich habe schon erheblich Energie verschwendet, also richtig Energie, weil der Scrum Master Job ist ein sehr energetischer Job. Können, glaube ich, Scrum Master bestätigen. Und habe genau die gleiche Erfahrung gemacht. Leider muss der Schmerz erst groß genug sein. Und leider gilt das nicht nur für ein Scrum Team, weil ich habe eben Scrum Teams geführt innerhalb eines Unternehmens, das noch nicht so weit war. Der Punkt ist, der Schmerz muss auch außerhalb groß genug sein. Wie du es gesagt hast, du kannst die Punkte benennen. Du kannst derjenige sein, der die Punkte benennt. Und dann ist die beste Option, wirklich zu warten, die Zeit reifen zu lassen. Das hört sich jetzt schmerzhaft an, wenn man lösen möchte, aber du kannst nicht lösen, weil es ist sonst keine Lösung, die tragfähig ist. Und deswegen, ich habe in dem Punkt genau die gleiche Erfahrung gemacht und das viele, viele Male. Habe dabei auch ganz schön viel Energie verschwendet. Finde ich schön, dass du das sagst. Also tatsächlich ist mein Job für mich nochmal auch viel angenehmer geworden, seitdem ich nämlich diese Erkenntnis hatte, weil mich das auch selber so ein bisschen erleichtert hat und ich wusste, okay, ich kann jetzt meine Energie auf Dinge konzentrieren, wo ich sozusagen mehr Veränderungsmöglichkeiten auch habe oder wo die Leute sich auch freuen, dass ich da bin, anstatt mir irgendwo den Kopf auszureißen bei irgendwas, wo da eh kein Interesse letztendlich da ist. Gut, das waren so drei Sachen, die ich so ein bisschen tiefergehender besprechen wollte. Ich habe jetzt mal hier trotzdem noch vier andere Sachen gesammelt, mit denen ich irgendwie oft konfrontiert wurde. Einmal so eine schöne Aussage, die ich mit einem Kollegen hatte, Emotionen gehören doch nicht auf die Arbeit. In so einem Entwicklungsumfeld, na, wobei ich will das gar nicht beschränken, egal wo man ist, es gibt dann immer die Leute, die so sagen, ich bin hier auf der Arbeit, hier zählen nur Fakten, hier zählen nur die harten Sachen. Dass sie, wenn sie dann über die Fakten diskutieren, teilweise ganz schön emotional werden, das merken die dann teilweise gar nicht so richtig.
Und hier habe ich auch gemerkt, da wirklich so ein bisschen auch damit zu arbeiten, um halt auch mal da wieder zum Beispiel echt mit den einzelnen Leuten ein bisschen drauf zu arbeiten, zu sagen, du pass mal auf, du sagst zwar, dass du total unemotionslos bei vielen Sachen ist, aber jetzt mal Hand aufs Herz. So, ist das jetzt wirklich so emotionslos, wie du jetzt in dem Moment denkst, gerade bist? Und da so ein bisschen in die Tiefe gehen. Hier habe ich es auch noch mal ein bisschen aufgeschrieben, weil, also noch mal quasi explizit, dieses dafür haben wir gerade keine Zeit. Ist auch so ein Punkt, das zahlt wieder ein bisschen auf das ein, was wir so hatten. Veränderung ist gleich Unsicherheit. Das ist was, das merke ich auch ganz oft. Da kommen wir wieder zu diesem Servant Leadership letztendlich hin. Wenn Dinge sich verändern, dann wissen die Leute teilweise nicht, wird es jetzt für mich besser, wird es jetzt schlechter. Am spannendsten ist der Punkt tatsächlich, finde ich daran, dass die Leute sagen, na gut, wenn ich nicht weiß, wohin ich mich jetzt verändere, dann will ich mich nicht verändern, weil ich überhaupt keine Ahnung habe, wo es dann hingeht. In so einem feststehenden Prozess, in so einem Scrum-Team ist quasi diese Unsicherheit meistens zum Glück nicht so hoch, aber oft ist sie hoch genug, dass die Leute so sagen, ah, ich traue mich das jetzt nicht. Spannenden Fall, den ich jetzt irgendwie gerade vor einem Monat hatte, ist, ein Team von mir hat sich relativ lange dagegen gewehrt, Automatisierungstools selber zu bauen, weil die Leute Angst hatten, dass irgendwie Dinge, die ihnen vielleicht dann doch vielleicht Spaß machen, dass die dann plötzlich automatisch gemacht werden. Und das wollten die nicht, weil dann hätten sie ja Aufgaben, die sie eigentlich ganz gerne machen müssen, nicht mehr machen können. Und dann war die Angst, na gut, was kommen dann für Aufgaben in der Zeit rein? Vielleicht sind es dann Aufgaben, auf die ich gar keinen Bock habe, letztendlich. Da war dann so ein bisschen der Twist, na gut, ihr seid ja auch dafür verantwortlich, was ihr automatisieren wollt. Dann lasst doch einfach die Sachen automatisieren, auf die ihr eben gar keinen Bock hat. Aber um erstmal an diesen Punkt ranzukommen, warum sich dieses Team da so sperrt, das hat auch so mal eine ganze Zeit lang gedauert. Und was ich hier noch Umgang mit Mächtigen genannt habe, das geht so ein bisschen auf das auch raus, was du so gesagt hast. In jeder Firma gibt es, ich sag mal, formelle Machtstrukturen und es gibt informelle Machtstrukturen. Und es gibt die formellen Machtstrukturen, wo du halt sagst, okay, der ist weisungsbefugt an den oder dieser hat quasi die Entscheidungsmöglichkeiten hier und hier. Und dann gibt es die informellen Machtstrukturen, wo der eine Kollege, der vielleicht gar nichts eigentlich offiziell mit dieser Abteilung kommt, trotzdem um die Ecke kommt, eine Ansage macht und aus irgendeinem Grund die trotzdem alle befolgen, weil sie wissen, oh, wenn ich mir mit dem verkacke, dann wird es ganz schön schwierig. Und da auch eine Sensibilität dafür zu haben und da auch irgendwie eine Offenheit zu haben, ist auch noch was ich gemerkt habe, was für mich, zumindest jetzt hier bei uns, auch irgendwie ein wichtiger Punkt ist. Hi, kann ich kurz was sagen? Gerne. Carla, ich bin unterwegs als Agile Coach und Scrum Master. Also wir haben tatsächlich jetzt die Woche eine Situation gehabt. Nächste Woche ist ein ganz wichtiger Termin. Das ist das erste Release Product Increment integriert, was laufen soll. Und wir haben tatsächlich jetzt die Situation, dass wir eine Diskussion haben, dass die Teams neu geschnitten werden. Das hat dazu geführt, natürlich Veränderung, Unsicherheit. Das heißt, das ganze Klima ist aggressiver geworden, Druck entsteht. Und unsere Aufgabe ist natürlich als Agile Coaches bzw. Scrum Master auch dort ein bisschen Ruhe wieder reinzubringen in die Teams. Ich fand das jetzt sehr passend, weil es geht um 10 Teams. Es sind nicht nur die typischen Scrum Master Teams. Wir haben auch Teams, die sich mit agiler Prozessmanagementführung und auch mit anderen Themen, also nicht technischen Prozessen beschäftigen. Und das wollte ich eigentlich nur erwähnen. Ja. Danke. Cool, danke dir. Also um das auch noch aufzugreifen, wenn ihr das Gefühl habt, Leute blockieren vor Veränderungen, dann ist meine Erfahrung, dass es tatsächlich daran liegt, weil sie nicht wissen, was nach der Veränderung für sie passiert oder was sich dann für sie tatsächlich, also was ist denn dann anders für sie? Und je klarer ich sozusagen aufzeichnen kann, was das ist, was am Ende sie erwartet, und je mehr ich vielleicht dann auch ihnen die Möglichkeit geben kann, das selber später mitzugestalten, desto offener sind die Leute dann eben auch für Veränderungen. Jetzt in so einem Fall, wie du ihn jetzt geschildert hast, haben wahrscheinlich die Teams, ich weiß gar nicht, wahrscheinlich nicht so viel Mitspracherecht jetzt letztendlich, wie sie dann geschnitten werden und wer dann mit wem in so einem Team ist. Warte. Tatsächlich geht es hier um verteilte Teams. Wir haben Teams in Europa und in Indien. Also es ist nicht das klassische Setup und das macht das Ganze noch viel schwieriger. Die Teams haben ein Mitspracherecht. Sie werden vorher, also es gibt Interviews, was ihre Meinung ist, aber letztendlich wird das vom Programmmanagement
tatsächlich vom Endkunden und vom Dienstleister entschieden. Es ist ein sehr, sehr großes, umfangreiches Monstrum. Ich bin mal gespannt, wie schlussendlich die Entscheidung jetzt fällt am Montag. Ich finde, also das ist auch wirklich immer eine schwierige Sache, wo es oft auch kein richtig und falsch geht. Wir hatten jetzt vor kurzem auch den Fall, dass wir ein neues Team quasi gebaut haben für ein neues Produkt, das wir entwickeln wollen, wo es eine Person gab, die sozusagen von verschiedenen Stakeholdern ganz klar in das Team reingehört, weil die verschiedenen Stakeholder der Meinung waren, er bringt da sehr viel technisches Wissen mit. Und die anderen Leute aus dem Team, die sozusagen auch für dieses Team, ich sag's jetzt mal, gecastet wurden, ganz klar gesagt haben, nee, den wollen wir aber gar nicht in unserem Team haben. Also wir sind ja ein relativ kleiner Laden, hier kennen sich die Leute sehr, sehr gut. Für die war relativ klar, den wollen wir nicht haben. Am Ende wurde halt die Entscheidung getroffen, okay, wir versuchen es jetzt einfach mal und hoffen irgendwie drauf, dass so, ne, dass die mit Begleitung letztendlich vielleicht doch nochmal einen guten Move miteinander finden. Hat's nicht. Das hat sich nach und nach immer weiter getrennt. Wir haben irgendwie versucht, trotzdem das irgendwie zu managen. Am Ende kann man jetzt sehen, wie man will. Am Ende hat sich da so eine Teilung ergeben, dass sie gesagt haben, nee, wir sind nicht bereit, aus den und den Gründen mit ihm zu arbeiten. Und beide Seiten hatten das Gefühl, naja, sie sind ja irgendwie im Recht. Also das Team, die ihn nicht wollten, hatten sehr, sehr viele gute Begründungen, warum er nicht ins Team reinpasst und warum er das schlechter macht. Und er, der sozusagen rausgeschmissen werden sollte, hatte sehr, sehr viele gute Argumente dafür, warum ihn die anderen jetzt doch eigentlich nur mobben. Da gab es irgendwie dann auch, also man wusste nicht, welcher Seite man am Ende jetzt gleich also teilen sollte letztendlich. War für uns auch eine schwierige Sache. Da sind zum Beispiel wir intern als Coaches dann eben manchmal auch geteilter Meinung. Ich bin jemand, aber ich komme halt eben auch eben aus diesem sozialen Hintergrund. Für mich schlägt immer dieses, wenn die den nicht haben wollen, dann müssen wir da mal drüber reden. Und wenn wir da aber rauskommen und wir merken, die wollen das wirklich nicht, dann ist es vergebene Liebesmüh, da schaden wir uns mehr. Andere waren halt der Meinung, naja, das kriegt man vielleicht schon noch beruhigt. Hätte in beide Richtungen gehen können, wer weiß. Du hattest aber noch, glaube ich, ja, Entschuldigung. Du hattest ja gesagt, manche hätten Angst vor der Veränderung und würden sich deshalb Neuerungen sozusagen etwas eher skeptischer gegenüber sehen. Naja, aber ganz konkret in meinem Falle, es geht genau darum, jetzt was Neues zu machen. Also es gibt gerade einen Vorschlag, aus welcher Richtung auch immer, eine komplett andere Idee umzusetzen, hohes Risiko, kein Mensch weiß, wie es ausgeht und wie formuliere ich das? Es sind nicht alle vollumfänglich davon begeistert. Sprich, was dann? Wenn ich nicht weiß, wo es hingeht und ein Teil der Mannschaft sagt, nee, eher nicht, aber ein Teil sagt, let's do it, was dann? Also, ne, da sind wir genau wieder bei diesen Ambivalenzpunkten. Ne? Also, wenn du in die eine Richtung gehst, verkraulst du die einen, wenn du in die andere Richtung gehst, gehst du in die andere. Mein Voting dafür ist, da gibt es nicht diese richtige Entscheidung oder da gibt es nicht diesen richtigen Prozess, sondern da geht es halt letztendlich darum, am Ende muss man irgendwie eine Richtung einschlagen. Wahrscheinlich gibt es dann halt doch Leute, die vielleicht an so einem längeren Hebel sitzen und deswegen am Ende die Entscheidung in die eine oder andere Richtung dann geschoben wird. Also würdest du, oder ist das eine Option, das Team dann schlicht und greifend zu sagen, okay, dann stellen wir anders zusammen, es macht ja nichts, ihr habt Lust, dann rein, riskiert's. Ihr kriegt den Zeitrahmen und die anderen müssen eben warten, ob es halt, wenn es scheitert, dann gehen wir halt gemeinsam euren Weg, den alten und den wir kennen. Und oder hast du einen Rat oder in die Richtung oder ist es eben sehr situationsabhängig? Also letztendlich würde ich auf das zurückverweisen, auf dieses Win-Win-Option zu suchen und einfach den sozusagen den Lösungsraum aufzumachen. Also du hast es jetzt gerade auch selber so ein bisschen gesagt, ne? Der eine Teil vom Team will das, der andere Teil vom Team will das. Vielleicht kann man tatsächlich das Team teilen. Vielleicht kann auch innerhalb dieses Neuen ein Teil von Team eher an den Dingen arbeiten, die es schon kennt und ein anderes Team macht sich wirklich auf ins technische Neuland. Vielleicht kann der eine eher in Team intern Rollen übernehmen, die eher das Bedürfnis von ihm, nämlich, also was auch immer zwischen diesem Sicherheitswunsch steht, also tatsächlich wäre mein Tipp, wenn man das so sagen kann, was aber auch kein richtiger Tipp ist, halt mal wirklich mit den Leuten sich Zeit nehmen, zu sprechen, zu sagen, naja, was macht denn dich da unsicher? Dass vielleicht, keine Ahnung, ich greife das jetzt mal aus der Luft, dass wenn das Projekt scheitert, dass wir dann gefeuert werden, weil wir es richtig verkackt haben. Also da können ja viele Dinge im Raum schweben. Gefeuert nicht, aber es wird verdammt eng. Also es ist einfach ein Risiko und das Projekt steht halt an. Und ja, okay. Danke schön. Ja. Danke sehr.
Nee, aber also tatsächlich, ne, tatsächlich mal versuchen, da auch tiefer reinzugehen. Worum geht es denn den Leuten? Also was macht diese Unsicherheit denn aus? Wovor haben die Angst? Das ist auch irgendwie tatsächlich eine Frage, mit der ich immer auch mal wieder reingehe. Jetzt nicht direkt, wovor haben die Angst, aber zu sagen, was ist denn dein Worst-Case-Szenario, wenn wir jetzt uns das so entscheiden? Was ist denn dein Best-Case-Szenario? Und dann so ein bisschen gucken, was liegt denn dazwischen tatsächlich. Zu wie das läuft. Doch, ist an. Wie das bei euch in der Praxis ist, wenn es darum geht, Rückkopplung mit der Geschäftsführung, wenn Prozesse sind in den Teams und Wünsche der Geschäftsführung in die Teams reinzutragen, wie groß du da den Anteil von deiner Arbeit siehst und wie intensiv und kleinteilig das ist bei euch oder ob das mehr das Vertrauen ist, dass du das schon richtig machst und dass dann nur regelmäßig dann sozusagen Feedback kommt, wenn es sich ergibt. Also wir haben bei uns den... jetzt bei Seibert Media den wirklich den dankbaren Fall, dass unsere zwei Geschäftsführer, die Gebrüder Seibert, halt schon sehr lange auch in diese Richtung von Agilität und souveränen Teams und Leute sollen quasi selbst entscheiden, auch schon lange so hingearbeitet haben. Das heißt, das passiert sehr, sehr selten. Also, dass es wirklich da so konkreten Einfluss gibt, das kommt auf jeden Fall vor. Passiert aber zum Glück relativ selten oder kann auch meistens ganz gut abgebügelt werden, weil man dann meistens sagen kann, hier, kein Problem, geh mal zu dem PO, sag, was deine Anforderungen sind, der schreibt es auf, der macht eine Story draus, der priorisiert es, zack, fertig. Wir haben aber auch tatsächlich den Fall, dass es auch immer mal wieder Leute gibt, die auch, also ganz banal, auch denken, je mehr sie nerven und je mehr Druck sie erzeugen, dass sie vielleicht damit halt auch letztendlich bessere Lösungen finden. Und da versuche ich tatsächlich, so gut wie es geht, das abzufedern, indem ich mit denen spreche und das abzufedern. Und was ich auch gemerkt habe, ist, manchmal läuft es dann so drauf hinaus, okay, ich stehe auf der einen Seite und ich vertrete die Meinung vom Team und auf der anderen steht dann, keine Ahnung, der Geschäftsführer oder einer von den Stakeholdern und sagt, ja, meine Meinung ist aber das. Und dann fühlt sich das manchmal wie so ein 1-gegen-1 an und warum sollte jetzt deine Meinung jetzt besser sein als meine? Und was ich dann nur empfehlen kann, ist, halt mal ein bisschen rumzugehen und auch mal Meinung von anderen da abzuholen. Und zu sagen, ja, okay, wenn er das jetzt so sieht, finde ich denn jetzt noch Leute, die mit mir ein Team bilden und sagen, ja, ja, aber so wie wir es machen wollen, ist es eigentlich viel besser. Und da tatsächlich, ich nenne es jetzt mal einfach so, dann eine Verschiebung zu finden. Denn manchmal, wenn dann irgendwie einer nur an ein Team kommt und Anforderungen stellt, dann wirkt es immer so, ja, das ist jetzt der Einzige, der Anforderungen hat oder der hat Druck und deswegen müssen wir das jetzt auch machen. Aber wenn man mal guckt, dass vielleicht Leute, die sich nicht melden, die stumme Mehrheit, dass da auch vielleicht Leute, 20 Leute, das eigentlich genauso denken, nee, so wie es Team macht, ist eigentlich eine coole Sache, dann muss man sozusagen die nur zum Reden bringen und plötzlich wird irgendwie viel klarer, dass so wie es ist, eigentlich ganz gut ist. Das wäre so mein Gedanke und so versuchen wir es hier letztendlich auch zu machen. Wie viel machst du persönlich das über Einzelgespräche und wie viel über Gruppengespräche? Wie würdest du das prozentual so ungefähr sehen? Also so ja. Diese Impulse rein. Ich versuche, wenn es um einzelne Stakeholder geht, zum Beispiel wie einer von unseren Geschäftsführern oder so, dann versuche ich schon so also je nach Fall, ich meine, ich kenne die Leute teilweise, wie die reinkommen, so dass ich versuche, das vorher so ein bisschen abzufedern in so einem Einzelgespräch und schon mal ein bisschen abzuklären, worum geht es so. Meine persönliche Meinung ist da, aber die, also auch hier intern haben wir da jetzt, würde da jetzt auch nicht jeder mit mir übereinstimmen, ist, ob ich jetzt mit dieser Person ein Gespräch führe und mich dann nach 20 Minuten mit dem Team hinsetze und es denen nochmal zu erklären oder ob die nicht direkt ins Team kommt und die Leute dann halt einfach 20 Minuten direkt mit ihr reden, das macht keinen Unterschied, bloß dass da die Leute, wenn sie Rückfragen haben, gleich miteinander kommunizieren können. Also diese Idee von als Scrum Master das manchmal auch so abzufedern und so als Schnittstelle zu dienen, die kann manchmal, finde ich, auch doof sein, weil es dann teilweise auch Missverständnisse gibt, die man vielleicht auch gleich klären hätte können, wenn eigentlich alle mit allen reden. Und ich persönlich habe auch in manchen Gesprächen also wirklich dann diese Erfahrung gemacht von, ich hatte dann mit dem Kollegen 5 Minuten ein Gespräch, um so seine Anforderungen abzuholen und saß danach eine Stunde mit dem Team zusammen, die aus dem Diskutieren nicht mehr rauskamen. Wo ich mir auch dachte, also nächstes Mal hole ich den einfach rein. Dann sind wir da in einer Viertelstunde durch, die Leute können wieder weiterarbeiten und wir rätseln jetzt nicht hier, was er vielleicht mit der Aussage hätte meinen können. Deswegen bin ich eigentlich ein Vertreter wirklich von die Leute, die es betrifft, die sollten auch immer miteinander reden. Und dafür sollte auch Zeit sein, weil die wird sich dann später so oder so genommen, letztendlich. Gut. Dann, genau. Das ist quasi so ein bisschen der Abschluss. Hier habe ich nochmal
das auch nochmal so versucht, das nochmal ein bisschen zusammenzufassen. Also bei dieser Kaffeesache ist mir eine wichtige Frage, was ist denn genau meine Rolle, die ich in diesem Team haben soll, also mit dem Team abzuklären, was sind meine Aufgaben hier, was wollt ihr denn, was ich mache, was sind eure Erwartungen an eben dieses Servant Leadership, Impediments beseitigen etc. etc. Bei dem es gibt nur einen Weg, geht es mir darum, diese, ich nenne es jetzt hier Win-Win-Win-Situation, weil die Idee ist, fürs Individuum, fürs Team und fürs Unternehmen, also nach Lösungen zu suchen, die irgendwo für alle was Gutes letztendlich erzeugen. Auch wenn, Hand aufs Herz, das nicht immer geht, das ist mir klar, aber man, sozusagen ist mir ein starkes Bedürfnis halt, trotzdem sich Zeit zu nehmen und Zeit sich dafür auch zu gönnen, das einfach mal zu suchen. Und bei dem letzten Punkt, das, was wir ja irgendwie auch schon hatten, letztendlich dieses manchmal auch einfach geduldig sein, dem Team auch vertrauen und eben versuchen, diese Unsicherheit zu managen, indem man halt auch wirklich relativ konkret versucht, die Folgen zu besprechen. Ich habe jetzt noch zwei Folien, ich rede jetzt aber auch schon relativ lang. Wie ist denn bei euch so Pi mal Daumen das Ding? Seid ihr langsam irgendwie gut fertig und ihr hättet lieber jetzt einen runden Abschluss oder soll ich noch ein, zwei Punkte aufmachen? Hebt mal die Hände hoch, wenn ihr sagt, ich soll jetzt einen runden Abschluss machen. Ui, keine? Okay, hebt mal die Hände, wenn ihr sagt, okay, für die zwei Folien haben wir noch ein bisschen Luft. Okay, das ist die Mehrheit, dann nehme ich das mal mit. Kein Problem. Worauf ich in diesen ganzen Beispielen so ein bisschen, also was da dem drunter liegt, ist diese Idee von so einem, als Scrum Master brauche ich ganz dringend und ganz notwendig das Vertrauen von dem Team. Das Team muss mir darin vertrauen, dass ich für das Individuum und für das Team immer nur das Beste mache. Das bedeutet, dass sozusagen, wir haben hier auch intern auch Fälle gehabt, wo es dann hieß, ja, der Scrum Master, der hat ja eigentlich jetzt nur das durchgedrückt, was halt A, B, Y eigentlich doch wollten. Ja, also der Scrum Master hat aus der Perspektive des Teams sozusagen gegen das Team gearbeitet. Und da ist das Vertrauen danach gestorben gewesen. Also da sind die Leute dann auch teilweise aus dem Team dann wieder rausgewechselt aus Scrum Master, weil klar war, ab jetzt ist hier nur noch ein Gegeneinander und wenn der Scrum Master den Vorschläge macht, dann denken die nur so, ah ja, okay, du versuchst uns jetzt wieder irgendwas unterzujubeln, dass wir da hinkommen. Deswegen ist dieses Vertrauen, finde ich, letztendlich der zentralste Punkt. Was ich als Scrum Master in jedem Team den ganzen Tag mache, ist sozusagen Vertrauen aufzubauen und Vertrauen zu pflegen. Und wenn es Fälle gibt, wo mal Vertrauen, gibt halt einfach Fälle im Tagesgeschäft, wo auch mal Vertrauen kaputt geht, weil ich halt eben auch externem Druck manchmal ausgesetzt bin, mir dieses Vertrauen am Ende des Tages vom Team wieder irgendwie zu erarbeiten. Weil genau bei diesem Thema mit so, ich sehe ein Problem, aber das Team sieht das Problem noch nicht. Je mehr Vertrauen ich habe, desto eher sind die auch mal bereit zu sagen, jo, wir sehen das jetzt nicht, aber wir haben gute Erfahrungen mit dir gemacht und wir wissen, dass du dich bisher immer nur dafür eingesetzt hast, dass es uns gut geht und dass für uns gute Dinge hier passieren. Deswegen gehen wir jetzt damit. Und Vertrauen zu gewinnen heißt letztendlich in meiner Rolle halt eben auch, offen für Fehler zu sein und halt eben auch sich selber da auch mal kritisieren zu lassen und da auch mal diese Absprache mitzumachen. Das heißt auch so ein bisschen, sich zu fragen, was kann ich denn in meiner Rolle hier wirklich leisten und was kann ich nicht leisten? Und vielleicht auch manchmal, wenn ich eigentlich denke, okay, ich müsste jetzt hier mehr Druck auf das Team ausüben, vielleicht auch mal zu sagen, ja, okay, ich gehe jetzt hier nochmal einen Schritt zurück, weil je mehr Druck ich auf das Team aufbaue, desto mehr bringe ich die letztendlich auch dazu, gegen mich zu sein. Und bei dieser Vertrauensfrage, ich habe ja schon so gesagt, ich komme ja eher aus der soziologischen Ecke, aus der menschlichen Ecke. Da ist die Idee letztendlich ganz stark dahinter. Und was ich immer ganz spannend finde, warum streiten wir denn auf der Arbeit teilweise so viel härter über manche Themen, als wir das manchmal auch zu Hause mit unseren Partnern tun? Wir streiten uns zu Hause mit unseren Partnern auch, aber letztendlich ist, glaube ich, oft zu Hause mit dem Partner eben, da ist dieses Bewusstsein da, oder zumindest hoffe ich das, dass es bei den meisten Leuten auch so ist wie bei mir. Der andere will doch eigentlich nur das Beste für mich. Und wenn ich es irgendwie schaffe, auch wenn das jetzt natürlich ein bisschen überholt ist, in einem Team zu sein, wo das Team sich untereinander, aber auch mir vertraut, das Beste zu wollen, indem ich irgendwie versuche, Dinge immer transparent zu machen, offen zu sein und so weiter, dann kann ich da auch wirklich was voranbringen.
deswegen finde ich Vertrauen sehr, sehr wichtig. Ich kann da jetzt natürlich nicht tiefer reingehen letztendlich, aber es ist was, wenn ihr das Gefühl habt, ihr rennt manchmal in so einem Team gegen eine Mauer und die wollen irgendwie, die wollen nicht das machen, was ihr wollt, versucht mal ein bisschen drüber nachzudenken, vertrauen die euch eigentlich, vertraut ihr eigentlich dem Team, dass die schon das Beste eigentlich machen und da nochmal so ein bisschen Abgleich zu finden. Und was mir auch noch relativ wichtig ist, was ich auch immer wieder in Alltagssituationen, wenn ich genau diese Alltagssituation mit anderen Kollegen teile, teilweise auch mit externen Kollegen, die einen ganz anderen Background haben als ich, ist auch nochmal immer so ein bisschen diese Frage, was kann ich denn eigentlich leisten? Also was ist denn wirklich für mich schaffbar und was ist nicht schaffbar? Ich habe für mich gelernt, es ist eben nicht schaffbar, ein Team von irgendwas zu überzeugen, was es halt mit Gewalt einfach nicht möchte. Also ich kann mich aber auch so sagen, was für mich eben auch nicht schaffbar ist, ist, weil ich keine technische Expertise habe, das Team in irgendwelchen technischen Themen begleiten oder da vielleicht auch nochmal ein Auge drauf zu haben. Das ist von meiner Seite sehr, sehr klar, weil sozusagen dieses technische Wissen ist irgend sowas, wo relativ klar ist, das hat man oder hat man nicht. Mir ist aber auch relativ wichtig, weil ich das auch oft in Gesprächen hatte, wenn man das mal umdreht, ist, es gibt relativ viele Leute, die als Scrum Master plötzlich auch mit so Sachen wie Gruppendynamik umgehen müssen, die müssen Teambuilding machen, die müssen soziale Prozesse in so, also die sind sozusagen damit konfrontiert, dass sie soziale Prozesse in so einem, an so einem Team da auch teilnehmen und irgendwie mit drin sind. Und da habe ich irgendwie gelernt, das klingt manchmal so einfach und da gibt es viele Bücher irgendwie dazu, aber letztendlich sind es auch Fähigkeiten, die gelernt werden müssen und es sind Fähigkeiten, die brauchen auch Zeit letztendlich. Und ich habe viele technische Kollegen, die da teilweise auch Sachen versuchen, weil sie im Internet coole Sachen lesen und irgendwelche coole Methoden einsetzen, die dann auf so psychologischen Analysen und sonst was aufbauen. Denen fehlt aber letztendlich einfach der Background und denen fehlt das Werkzeug. Also das Werkzeug haben sie, aber denen fehlt sozusagen das Verständnis und die Haltung, die eigentlich hinter diesem Werkzeug steht. Nur weil ich ein Skalpell in die Hand nehme, kann ich noch lange nicht jemanden also operieren. Nur weil ich an so einen Flipchart irgendwas male, bin ich noch lange nicht in der Lage, ein wirklich gutes Meeting zu facilitieren. Und da möchte ich quasi auch einfach nur mal so ein bisschen aufmerksam zu machen, sich auch einfach selber mal zu überlegen, wo sind denn eigentlich meine Stärken? Vielleicht liegen meine Stärken tatsächlich eher in diesem Prozesshaften, in diesem Technischen. Dann helft ihr dem Team auch wirklich am meisten, wenn ihr euch da einbringt. Keine Kontrolle übernehmen, aber wenn ihr euch da einbringt. Wenn eure Stärken vielleicht eher in so einem Sozialen liegen, dann bringt euch auch einfach da ein. Aber es ist wichtig, irgendwie so ein Gefühl dafür zu haben, da, wo ich mich jetzt gerade einbringe, da, wo ich gerade irgendwas machen will, liegt es überhaupt im Rahmen meiner Fähigkeiten, meines Skillsets als Ganzes. Gut, es hat jetzt alles sehr lange gedauert, aber schön, dass ihr mir zugehört habt. Vielen herzlichen Dank. Und wenn ihr jetzt noch Fragen habt, da ist schon die erste. Los geht's! Wie viele Teams betreust du? Also, du bist ja Fulltime Scrum Master und was schafft man oder was kann man schaffen? Das ist eine gefährliche Frage. Stand jetzt ist 6 Teams. Boah. Das liegt aber auch so ein bisschen dran, also deswegen nochmal zur Relativierung. Was wir bei uns hier bei Cybert Media machen, ist, dass wir als Scrum Master und auch quasi als Agile Coaches, also ich betreue auch Teams, die keinen Scrum machen, sondern ich betreue auch Teams, die einfach ganz normal ein Dienstleistungsteam, also ich betreue auch ein Vertriebsteam. Letztendlich, die machen bei uns auch Retros und die machen bei uns auch so Sachen. Und wir haben so ein bisschen intern die Möglichkeit zu sagen, was ist denn das, was für uns gut funktioniert? Willst du ein Team alleine letztendlich machen und dich nur auf ein Team konzentrieren und die halt möglichst gut voranbringen und da halt auch sehr intensiv an so einem Prozess arbeiten? Oder bist du vielleicht eher jemand, der sozusagen ein bisschen mehr, das wäre jetzt zum Beispiel meine Rolle, eher so ein bisschen rumschwirrt und so ein bisschen guckt? Ich persönlich habe gemerkt, für mich funktioniert es am besten und so kann ich das bei uns auch machen, dass ich viele Teams eher auf so einer etwas coachigeren Art letztendlich begleite. Das heißt, ich sitze da nicht den ganzen Tag dabei und ich mache da quasi, verleitet mich auch direkt kein Micromanaging letztendlich zu machen, sondern ich habe mit dem Teams meine Meetings, ich gehe da auch immer wieder bei den Leuten vorbei und trinke auch mal mit denen einfach nur ein Käffchen und halte ein Schwätzchen und warte quasi drauf, dass die Dinge an mich herantragen. Und da kommen andauernd letztendlich irgendwelche Sachen. Aber so manage ich das letztendlich.
Wir haben bei uns, also das kommt dadurch zustande, dass wir bei uns leider einfach auch nicht genug Scrum Master haben, dass wir jedes Team wirklich 1:1 abdecken könnten. Sonst würden wir das machen. Das hat letztendlich auch ein bisschen betriebswirtschaftliche Gründe auch bei uns. Wir könnten das bestimmt machen, man hat sich aber entschieden, das halt so zu machen. Und dadurch, dass wir halt schon sehr lange so agil arbeiten, haben wir quasi auch das Glück, dass viele Teams schon einfach so seniorisch in diesem Prozess sind, dass das schon gut läuft. Das heißt, da kann ich mich einfach reinsetzen, mit denen Retro machen und die hauen mir wirklich die Sachen um die Ohren und ich muss denen jetzt nicht noch groß irgendwelche Dinge aus der Nase ziehen, weil die schon sehr gute Erfahrungen bei uns gemacht haben, oftmals. Genau. Ganz ehrlich würde ich sagen, 2 Teams ist eigentlich das, was ich für mich persönlich am besten anfühlen würde. Da würde ich sagen, okay, da habe ich die Möglichkeit, eine gewisse Tiefe in den einzelnen Teams zu finden, verliere mich aber auch nicht zu sehr vielleicht in Details an einem Team. Aber ich glaube, das hängt immer natürlich sehr stark vom Arbeitsplatz ab, was der erlaubt und wie man damit halt so umgeht. Gut. Habt ihr noch irgendwelche anderen Fragen? Alle ermüdet? Oh, eine haben wir noch. Von rechts kommt's. Ja, du hast die Frage gestellt, was kann ich leisten? Und du hast auch gerade gesagt, dass von den Teams an dich Dinge herangetragen werden und dass auch von Außendruck kommt, also von der Geschäftsführung und so weiter. Worin siehst du deinen Auftrag? Also wo filterst du und sagst, das ist jetzt wirklich meine Scrum Master Rolle? Finde ich gut, dass du Auftrag gesagt hast. Ich arbeite nämlich nur mit Aufträgen. Mein Auftrag, würde ich sagen, liegt da drin. Ich frage immer tatsächlich, was soll ich denn hier machen? So, was braucht denn ihr gerade von mir? Und ich gebe dann quasi meine Entscheidung auch manchmal an die Teams dann zurück und sage, pass mal auf, ich habe jetzt hier in den Teams auch noch die und die Themen. Wir sind ja hier sehr transparent miteinander. Wo würdet ihr das denn so für euch einpriorisieren letztendlich? Und gebt denen selber die Entscheidungsmöglichkeit, da ein bisschen was zu sagen. Aber auch da ist sozusagen, würde ich der springende Punkt, würde jetzt fast schon sagen, leider, ist, bei uns ist das schon sehr stark erprobt letztendlich. Das heißt, die Teams haben ein sehr großes Verständnis dafür, dass wenn ich halt sozusagen 5 Teams, ich nenne es jetzt mal begleite, weil das ist jetzt kein wirkliches Coachen jetzt in dem Falle, oder schon, aber eher so ein Begleiten, dass die irgendwie wissen, dass ich mich dann irgendwie nur auf die Themen draufsetzen kann, die halt wirklich gerade starken Bedarf haben. Wofür ich aber immer Zeit habe, ist, dass ich sage, okay, wenn ihr selber Lösungen voranbringt und wenn ihr selber Sachen macht und ihr seid euch unsicher, dann holt mich dazu und ich helfe euch da zu reflektieren und ich helfe euch dabei, selber besser zu werden. Und ich mache das deswegen, oder ich bin auch sehr froh, dass ich das hier in meinem Job auch so machen darf, ist, dass ja eigentlich auch mal der ursprüngliche Gedanke vom Scrum Master war, sich selbst so nutzlos zu machen. Also das Team so zu begleiten, dass das Team irgendwann selbst in der Lage ist, sich komplett selbst zu managen und sich halt auch komplett, ich sag's jetzt mal, selbst zu entwickeln. Und meine These, die auf jeden Fall sehr streitbar ist, würde ich sagen, ist, wenn ich zu nah da dran bin und es ist mein fester Job, jeden Tag 8 Stunden beim Team zu sitzen, naja, ich muss ja irgendwas machen. Und das Team weiß ja auch, dass ich dann immer für alles da bin. Weil, also ich gehe ja nicht weg, mein Job ist ja dann da. Also es ist ein bisschen seltsam, wenn ich sage, ich arbeite darauf hin, mich nutzlos zu machen, wenn das Team weiß, der wird aber noch in einem Jahr auch noch 40 Stunden bei mir hier im Team sitzen, weil es ja sein Job ist, so ein bisschen. Und deswegen funktioniert es für mich, und ich habe da auch hier zum Glück die Freiheit, auch das zu machen, eben zu sagen, ich gebe euch auch jetzt schon sehr, sehr viel Freiheit und wenn irgendwas Blödes passiert, dann komme ich dazu und helfe euch sozusagen, die Scherben auch wieder aufzukehren. Und wenn ihr Unsicherheiten habt, kommt zu mir und ich helfe euch, diese Unsicherheiten vorher zu lösen. Aber wenn ihr denkt, ihr könnt Sachen ohne mich machen, dann macht die einfach. Und dann macht auch mal was falsch. Denn, also so lernen die Leute. Eben, also aus genau dieser Perspektive komme ich dann halt letztendlich raus. Beantwortet es so? Ja. Im Zusammenhang noch, der Druck, der von außen kommt. Also das ist ja eigentlich auch die Rolle des Scrum Masters. Ich glaube, du hattest das anfangs auch erwähnt, dass das so vom Team abzuhalten und dass die Anforderungen eigentlich über den Product Owner und das Product Backlog und so weiter gehen sollen. Und so dieser Gedanke, dass da irgendjemand kommt und sagt, das Team soll jetzt mal schneller oder anders oder so weiter, dass das eigentlich nicht nach der reinen Lehre über diesen Weg gehen sollte. Wie gehst du damit um?
Also bloß, dass ich deine Frage jetzt richtig verstehe. Also wenn dann eben halt nämlich doch dieser Druck kommt, wie setze ich mich dann doch damit auseinander? Ja. Dass da Sachen kommen. Dass, genau. Also zum Beispiel die eine Situation, wo dir jemand in 5 Minuten was erklärt hat, was du dann komplizierter weitergegeben hast. Genau, genau. Das hängt hier so ein bisschen auch, das ist teilweise sehr situativ und teilweise von den einzelnen Personen abhängig. Also es gibt hier zum Beispiel Personen, die, oder habt ihr so Erfahrung gemacht, da gibt es Leute, denen ist einfach nur wichtig, irgendwo reinzukommen, das einfach abzuladen und dann ist auch gut für die. Wenn ich das aber nicht weiß, dann denke ich, der kommt jetzt und der belabert mich und jetzt muss ich das auch 1:1 umsetzen. Aber wenn man mal mit der Person mal gesprochen hat, zu sagen, naja gut, was ist denn deine Erwartung? Erwartest du jetzt, also jetzt mal Hand aufs Herz, erwartest du wirklich immer, dass wenn du hier reinkommst und eine Ansage machst, dass wir dann alles stehen und liegen lassen, um das umzusetzen? Dann sagen, also dann dankbarerweise, vielleicht gibt es auch Leute, die sagen, ja, dankbarerweise haben dann die zwei gesagt, nee, ist schon klar, weil so arbeiten wir hier ja nicht so. Das war sozusagen eine Möglichkeit, das auch so ein bisschen zu drehen, also bei denen auch so ein bisschen zu werben dafür. Und auf der anderen Seite war es tatsächlich dieses, Entschuldigung, ich nenne es mal Allianzen bilden. Also dass ich mal wirklich dann geguckt habe, okay, ich habe hier zwei Leute, die jetzt die Meinung haben, wir sollten das jetzt unbedingt ändern. Welche Leute da draußen finde ich denn, die sagen, nee, das sollte auf jeden Fall so bleiben? Und halt zu sagen, na gut, vielleicht fühlt sich das jetzt halt so an, dass es da draußen jetzt drei Leute gibt, die das verändert haben wollen und ganz viele, die schweigen. Aber die, die schweigen, einfach mal fragen, na, habt ihr denn eine Meinung dazu? Und wenn die eine Meinung dazu haben, darf ich das dem Kollegen sagen, dass ihr das eigentlich schon gerade so gut findet, wie es gerade ist? Und so verschieben sich die Kräftegewichte wieder so ein bisschen. Und es führt manchmal auch letztendlich dazu, dass die Kollegen oder irgendwie auch die Leute mit ein bisschen mehr Macht, die halt gern Druck machen, dann auch merken, ja okay, da stehen mir jetzt halt 5 andere Leute gegenüber, die halt schon denken, dass es also anders, wie ich es jetzt will, besser wäre. Dann wird es wohl schon passen, letztendlich. Also diese schweigende Mehrheit manchmal zu aktivieren und mal abzuklären, wie das läuft, das ist ja auch bei so einem Team wichtig. Also ich meine, bei vielen Teams ist ja auch so, man hat 2-3 Leute, die so sehr laut sind und die sehr viel reden und man hat ganz viele Leute, die einfach nichts sagen. Und meistens, also ich nehme mich da auch selber in der Hand, am Anfang fragt man die irgendwie noch viel und irgendwann akzeptiert man dann einfach, dass die sich jetzt halt irgendwie nicht so viel beitragen und irgendwie passt schon. Aber gerade auch so in diesen Entscheidungen, wo es dann irgendwie wichtig ist, dass man doch mal abklärt, wie sieht es denn jeder Einzelne von euch, wirklich mal jeden Einzelnen abzuklären. Hilft dir das so ein bisschen irgendwie? Ja. Einmal da hinten noch. Ja, vielen Dank für den Talk. Du hast eben so dieses Thema angerissen, ja, eigentlich ist ja das Ziel, sich überflüssig zu machen. Ich meine, das ist nochmal eine Diskussion für sich alleine, ob man das so sieht. Aber also ich habe das zumindest schon so erlebt und vielleicht du als Nicht-Techniker auch. Du kommst an zu einem Team, das sind halt Coder. Du sagst, ja, ich kann nicht coachen, aber ich helfe euch als Team. Und die sagen, ja, danke, läuft, kein Bedarf. Du bist den zugeteilter Scrum Master, weil wie du sagst, du hast halt 8 Stunden irgendwie auf dir, die du buchen musst pro Woche. Wie gehst du damit um, dass Teams quasi den Wert eines Scrum Masters oder eines Agile Coaches oder wie auch immer das gestaltet ist, nicht erkennen, obwohl man vielleicht in der Retro dann sagen könnte, ja, es hat euch dann nach 6 Monaten was gebracht, aber eher dieses Reinkommen, weil die einfach sagen so, nee, wir, läuft doch alles, machen wir auch ohne. Ja, da würde ich so sagen, sich am Anfang dann manchmal, vielleicht ist auf dieses Kaffee-Ding jetzt mal wieder rückzunehmen, sich am Anfang vielleicht dann auch nicht für die kleinen Sachen auch nicht zu schade zu sein, letztendlich. Ich habe die Erfahrung gemacht, also wenn ich in ein Team neu reingekommen bin und ich habe mit dem Team als Ganzes geredet, dann ist mir das auch schon 1-2 Mal entgegengekommen. Dann habe ich mich mit den Leuten einzeln hingesetzt und gesagt, sag mal, wie geht's dir denn gerade? Was stört dich denn? Und dann fliegen dir links und rechts die Themen um die Ohren. So. Weil sich, also klar, ne, die meisten Leute trauen sich in so einem Team nicht groß, die Dinge irgendwie anzusprechen. Wenn du den Einzelnen aber fragst und der sich in einer sicheren Umgebung fühlt, dann hat er so viele Probleme. Also da könntest du, dann, also brauchst du nicht nur ein Team, das du betreust, würde auch reichen, wenn du eine Person betreust. Und dann hast du schon ganz viel letztendlich. Und wenn du dann mit den Leuten redest, und da hast du auch ganz oft Sachen, die dir im Team nicht gesagt werden, die erzählt dir manchmal aber jeder Einzelne von denen im Einzelgespräch. Und aber aus irgendeinem Grund wird es im Team irgendwie nicht angesprochen. Sowas passiert's. Und so findest du aber dann auch Themen, die sozusagen auch fürs Team relevant sind, auch wenn dir vielleicht das Team als Ganzes das in der Retro nicht gesagt hat.
weil es gewisse Gründe gab. Und diese Gründe dann zu finden, transparent zu machen, vielleicht sogar darüber hinwegzukommen, dass wir irgendwann die Möglichkeit haben, in dem Team offen als Ganzes miteinander umzugehen, das wären dann so die nächsten Schritte. Und da vielleicht auch noch reinhängt dieses Vertrauensding, wenn du für einzelne Leute nämlich, die dann Probleme haben, wenn du für die nämlich was machst, was denen als einzelne Person hilft und am Ende des Tages jeder von diesen Einzelpersonen zu dir ein besseres Verhältnis hat, weil du für die als Einzelnes schon was gemacht hast, dann funktioniert es für dich im Team ja auch schon besser. Weil klar, dann sitzen da halt irgendwie, ne, das Team ist jetzt quasi ja auch nicht eine zauberhafte Entität, die jetzt ganz anders ist, sondern da sitzen 8 Einzelpersonen. Wenn die 8 Einzelpersonen zu dir irgendwie Vertrauen haben, weil du für die schon mal was gemacht hast, dann passiert das schon viel mehr. Wunderbar, dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich hoffe, vielleicht der ein oder andere hat sich auch ein bisschen was Nettes mitgenommen. Mich hat sehr gefreut, dass ihr alle da wart. Und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Wir machen jetzt hier noch ein bisschen gemütliches Beisammensein. Wenn ihr wollt, ihr könnt auch noch ein bisschen so. Ich bin auch noch eine ganze Zeit lang hier, einfach noch ein bisschen quatschen. Ansonsten vielen Dank euch und euch noch einen schönen Abend.